Hey, hallo zu meinem ersten Let's Play von Rome Total War. Ich habe beschlossen, mal Let's Plays zu machen. Habe mich deswegen bewusst für Rome Total War entschieden, weil ich so ein bisschen auf Strategiespiele stehe. Und man hat ja gerade eben schon im Vorspann gesehen, dass Rome Total War da einiges zu bieten hat. Rome Total War ist ein rundenbasierendes Strategiespiel, bei dem man erst auf der Karte einiges entscheiden kann, seine Truppen bewegen kann und auch auf einer Schlachtkarte gegen andere Armeen kämpfen kann. Rome Total War ist, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, 2004 erschienen. Ist in der Total War-Reihe das dritte Spiel. Angefangen hat es mit Shogun, dann kam Medieval. Rome Total War, man hört es ja schon, Rome hat großteils mit Römern zu tun. Ich allerdings habe mich entschieden, da ich eben auch die Möglichkeit habe, nicht nur die Julier, die Bruti oder die Scipio zu spielen, sondern ich kann auch die Gallier und die Griechen spielen. Nachdem ich bis jetzt noch nie die Gallier gespielt habe, habe ich beschlossen, ich spiele jetzt mal die Gallier. Probiert habe ich schon mal mit den Bruti. Mit den Bruti bin ich auch schon mal komplett bis zum Ziel durchgekommen. Ging nach der Zeit eigentlich doch relativ einfach. Ich habe mich jetzt letztens, um wieder ins Spiel zu kommen, habe ich mich ein bisschen mit den Griechen versucht. War auch nicht allzu schlecht. Aber heute möchte ich mit den Galliern mal anfangen. Man sieht, Gallier haben starke Nahkampfeinheiten, aber sehr beschränkte Kavallerie. Damit werden wir schon auskommen, auch wenn Kavallerie eigentlich doch recht hilfreich ist. Zu den Einstellungen. Ich werde die Ratschläge werde ich normal lassen. Ich werde die auch immer sprechen lassen. Es sei denn, wir haben das bereits gehört. Ich werde zum Schwierigkeit werde ich schwer machen. Ich werde zum Schlachten im Arcade-Stil werde ich weglassen, weil ich habe sie eigentlich doch gern realistisch. Ich werde meine Siedlungen selbst verwalten. Ich möchte die Charaktere verfolgen, weil es kommt doch im Endeffekt etwas blöd rüber, wenn man seine Runde beendet und der Gegner einem ins Land einfällt und man nicht ganz mitbekommen hat, wo der jetzt alles steht. Zum Schlachtenzeitlimit. Ich möchte ein Schlachtenzeitlimit aus dem einfachen Grund, wenn man in einer aussichtslosen Schlacht sitzt und man in gewisser Weise nur gewinnen kann, indem die Zeit vorüberstreicht, dann wäre das doch recht hilfreich, wenn man dann auch ein Zeitlimit hat. Ich weiß, es sind 60 Minuten, ihr wisst es jetzt auch. Es sind 60 Minuten, aber man kann die Zeit ja vorspulen. Passt schon. Ich möchte eine lange Kampagne. Wir können auch mal mit einer kurzen einmal durchspielen, aber ich entscheide mich jetzt für eine lange Kampagne. Es wird schon hoffentlich nicht allzu lange dauern. Wir werden es ja sehen. Gut. Ja, dann fange ich jetzt an. Seit den Zeiten unserer Urgroßväter und deren Väter, Väter ist dies unser Land. Dies ist ein guter Ort. Unsere Götter leben hier, in den Bäumen und Flüssen. Sie wachen über uns. Wir sind glücklich. Wir jagen, wir haben Familien, eine Heimat, ein gutes Leben. Aber manchmal müssen wir kämpfen. Die Römer stören die Götter. Sie brennen die Wälder nieder. Sie rauben, was uns gehört, Frauen, Kinder. Und die Römer reden davon, wie sie uns helfen und uns schützen. Sie schläfern uns mit lügen Versprechen ein. Doch wenn wir aufwachen, ist alles weg, gestohlen. Sie nehmen unsere Söhne und machen sie zu kleinen Römern. Daher kämpfen wir, um das zu bewahren, was uns gehört. Es kann keinen Frieden geben, nicht mit den Römern. Männern aus Stein, Eisen und Lügen. Für sie gibt es nur Krieg. Gut.
Das war die Einführung zu den Galliern. Welche Küste, die unseres Blutes ermangelt? Horas. Okay, wir fangen im Jahre 270 vor Christus an. Jede Runde dauert ungefähr ein halbes Jahr. Sprich, wir haben jetzt Sommer 240 vor Christus. Als nächstes kommt Winter 240 vor Christus. Ist klar, dann kommt wieder Sommer 269 vor Christus und so weiter. Wir haben hier, gehen wir mal etwas näher ran, wir gehen jetzt einfach mal die einzelnen Dörfer durch. Wir haben zum Start hin nur 5000. Wir haben, wie viele Dörfer haben wir? Wo kann ich das denn nochmal einblicken? Siedlungen hier. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Narbo Mauritius. Ja, 7 Dörfer zum Anfang und nur 5000. Wir werden bis jetzt Gewinn machen, ist aber nicht allzu viel. Dementsprechend schauen wir mal, was wir alles bauen könnten. Es wäre natürlich hilfreich, Holzpalisaden zu haben, aus dem einfachen Grund, wenn man angegriffen wird, ist man nicht so schutzlos. Allerdings brauche ich hier jetzt momentan nicht zu erwarten, dass mich einer angreifen sollte, zumindest nicht in diesem Dorf. Hier könnte es scheinbar schon hilfreich sein, weil hier demnächst, ja, hier im nächsten schon ein anderer sitzt, die Germanen. Wir können hier unter Diplomatie auch schauen. Wir haben momentan weder Verbündete noch, ja gut, die Rebellen, aber die Rebellen sind Feind von jedem. Es gibt momentan eigentlich noch nichts außer den Verbündeten unter den Römern. Wir werden jetzt erst einmal schauen. Haben wir sogar schon Einfehlungen, also eine fortgeschrittenere Mauer als die Holzpalisaden. Wir werden hier jetzt erstmal schauen. Wir haben drei, vier mögliche Schreine zum Bauen, wo jeder etwas anderes bringt. Der Schrein des Esus bringt uns Bonus für öffentliche Zufriedenheit, öffentliche Ordnung durch Zufriedenheit, genauso rum, und Bonus öffentliche Ordnung durch Gesetz. Bei Abnoba haben wir verbesserte Fernkampfwaffen und Zufriedenheit. Wir haben bei Epona haben wir Bonus öffentliche Ordnung durch Zufriedenheit 5% und Erfahrungsbonus für hier ausgebildete Truppen plus 1. Und wir haben bei Teutates nochmal dasselbe, oder? Zweimal dasselbe. Ja, aber ich entscheide mich für Esus aus dem einfachen Grund, dass die Truppen auch schon dadurch besser ausgebildet werden, wenn man später Schmieden baut, auch wenn ich momentan nicht weiß, ob Gallier sowas auch haben. Denke aber, dass jedes Völkchen das hat. Also entscheide ich mich jetzt erstmal für Schrein des Esus, damit ich auch die Steuern hochtreiben kann, weil wenn die Leute mehr zufrieden sind, werden sie auch keine Probleme mit höheren Steuern haben. Man sieht hier anhand des Gesichtes oder hier an der öffentlichen Ordnung, wie das Volk momentan zu mir steht. Sprich, ich habe jetzt sehr hohe Steuern, verdiene im Vergleich bei normalen Steuern, verdiene ich 25 in dieser Stadt, bei sehr hoher Steuersatz verdiene ich 392, habe aber nur 40% weniger öffentliche Ordnung. Ich kann mir hier die Siedlungsstatus anschauen und auch schauen, weshalb die alle zu mir stehen. Wir haben auch hier schon unseren ersten Tipp. Ich werde ihn gleich anmachen. Ja gut, in gewisser Weise kann ich es auch gleich anmachen. Wir scheinen hier auch eine etwas größere Armee zu haben. Das sieht man hier an den Garnisonen. Sobald ich die hier abziehe, würde das alles hier verschwinden. Zusammen mit dem hier, weil ich ja auch das Oberhaupt verschwinden lassen würde, dann würde nur noch dieser kleine Teil hier uns schützen. Und ich denke mal, dass wir danach doch Probleme mit der, ja, mit dem Dorf, mit dem Ort sozusagen, mit der Bevölkerung haben würden. Wir sehen hier Bevölkerungswachstum. Zeigt uns an, hier Bevölkerung. Jedes Mal, wenn ich jemanden rekrutiere oder fortbilde, weil er zu wenige Leute hat, nicht weil er einfach zu schlecht ausgebildet ist. Wenn ich jemanden rekrutiere, dann sinkt die Bevölkerung und jede Runde steigt es auch ein Stück. Und je nachdem, was hier eben gestiegen oder gesunken ist, kann man eben erkennen, wie stark es steigt. Und die Einnahmen kann man hier sehen.
wir haben jetzt diesen Teil hier großteils dazu gemacht. Ich kann hier auch nochmal zeigen, wie das alles sinken würde. Wenn ich jetzt von normalen Steuersatz runtergehe, dann haben wir sogar hier Vorteile zur öffentlichen Ordnung. Wir würden plus 230, das kann hilfreich sein, wenn wir ein neues Dorf vom Feind sozusagen übernommen haben und die uns noch nicht so wohlgesonnen sind, dass wir dann die Steuern runtersenken. Aber die hier, mit denen haben wir momentan keinerlei Probleme. Also gehen wir auf sehr hoher Steuersatz und verdienen wesentlich mehr. Man hat gerade auch schon gesehen, minus 123, das heißt, ich mache Verluste in diesem Dorf, oder wir. Also wesentlich besser. Jetzt ist die Frau mit ihren Tipps weg, oder? Ja, man kann ja hier auch noch welche anmachen. Berater um Empfehlung bitten, welches Gebäude als nächstes zu bauen ist. Jetzt empfiehlt es sich, einen Händler in dieser Siedlung zu bauen. Der Handel schafft Wohlstand, der besteuert werden kann. Wir haben hier den Händler. Wir können ja mal schauen, der Händler bringt Steigerung von Handelsgütern, wie sie bereits gesagt hat, und Bonus zum Bevölkerungswachstum. Gut, aber momentan möchte ich erstmal in jedem Ort eins bauen, nicht dass ich hier jetzt alles voll mache und im nächsten Dorf gar nichts machen kann. Also schauen wir mal die nächste Ortschaft an. Wir haben hier nebenstehend, haben wir einen Diplomaten. Den können wir mal rumlaufen lassen, damit er uns auch Handelsrechte einbringt, durch die man dann auch mehr verdient. Wir haben hier gleich neben uns bereits die Julia. Scheint uns jetzt noch recht wohlgesonnen zu sein, werden uns aber relativ schnell angreifen, weil wir ihnen, was Expansion angeht, im Wege sind. Aber Handelsrechte nimmt eigentlich jeder an. Eben. Laufen wir mal weiter. Wir haben hier den Spion. Den Spion schicken wir gleich mal zu den Julian. Pardon. Und jetzt schauen wir mal, was können wir hier bauen. Hier wären die Einfehlungen eigentlich wirklich sinnvoll, weil die Römer eben gleich bei uns sind. Dementsprechend werden wir bei beiden erstmal die Einfehlung machen, damit wir eine gewisse Grundverteidigung haben. Hier haben wir ein Familienmitglied zusammen mit ein paar Truppen von ihm. Was die Truppen angeht, schauen wir uns später mal an. Wir kümmern uns jetzt erstmal fertig um die Dörfer. In diesem Dorf waren wir noch nicht. Wir haben hier kein Familienmitglied. Dementsprechend ist hier auch kein Statthalter. Und es werden hier auch keine positiven Sachen angezeigt, die man in dem ersten Dorf, das wir uns angeschaut haben, gesehen hat. Nabo Martius ist scheinbar nicht in der Nähe der Julia, die ich momentan als Hauptgefahr ansehe. Dementsprechend werde ich mich jetzt hier nicht sofort um die Empfehlung kümmern, sondern erstmal um einfachere Sachen wie die Minen. Die Minen bringen auch relativ viel schnell Geld. Also werde ich die Minen nehmen. Hier haben wir... Ja, sie hat vor den Händler vorgeschlagen, dann nehmen wir doch den Händler. Wir haben jetzt nur noch 440, sprich für diese Ortschaft hier wird nicht genug da sein. So, ich werde die Straßen nehmen, Straßen bringen, nein, das ist die Taverne, Entschuldigung. Die Straße bringt, ja, verbesserte Straßenhandel, ist klar, mit Straßen kann man, erstens, der Handel kann besser florieren, da die Güter auch besser von einem Ort zum anderen kommt, und Truppen, die sich auf den Straßen bewegen, haben eine größere Reichweite. Wir können noch in scheinbar jeder Stadt die Steuern hochbringen. Man sieht hier, dass die Bevölkerung schon nicht mehr perfekt ist, also nicht mehr grün ist, sondern nur noch gelb, weil ja die Steuern zu hoch sind. Man sieht, es ist auch nicht mehr bei 100%, sondern drunter, also wird es gelb. Wir werden jetzt einfach mal, damit wir in der nächsten Runde genug haben, wieder genug Geld, werden wir jetzt überall, wo es wirklich möglich ist, die Steuern ganz hoch bringen. Es scheint bis auf das erste Dorf, also bis zu dem Dorf in Spanien, scheint auch kein Dorf wirklich Probleme damit zu haben.
auch in Dörfern, wo kein Statthalter ist, aber da werden wahrscheinlich einfach nur genug Truppen mit drin sein. Okay, allzu viel kann ich jetzt nicht mehr tun. Wir könnten uns jetzt die Truppen noch anschauen. Diese Truppe hier. Sieht man, er ist gebückt, obwohl er noch viel Reichweite hat. Sprich, er ist durch den Wald in einem Hinterhalt. Würde jetzt der Römer zum Beispiel bis zu ihm laufen, würde der Römer in einen Hinterhalt gelockt. Es besteht auch eine Möglichkeit, dass der Hinterhalt misslingt und der Römer sich dann noch vorbereiten kann. Aber wenn der Hinterhalt gelingt, dann befindet man sich im Wald und kann Truppen rund um ihn herum in Aufstellung bringen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwann dazu kommen, das zu sehen. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier stehen, weil da steht er nicht schlecht. Er schützt das Dorf hier. Also, ja. Haben wir sonst noch irgendjemanden? Wir scheinen keine Attentäter zu Beginn des Spiels zu haben. Wir haben hier nochmal Truppen. Man sieht, er ist nicht gebückt, weil er nicht in einem Wald ist. Sprich, er kann auch keinen Hinterhalt machen. Wir könnten ihn jetzt hier hinschicken, damit er sich hier in den Wald stellt. Oh, wir haben hier sogar noch eine andere Stadt. Die werden wir uns demnächst jetzt auch noch holen. Da haben wir einfach Holzpalisaden und nur noch ein weiteres Gebäude und zwei Truppen. Also die werden wir bestimmt leicht einnehmen. Ich habe auch beschlossen, wir werden jede Schlacht spielen. Wir werden, abgesehen von den Schlachten, in denen man bereits geschlagen wurde und nochmal zum Aufreiben hinterherläuft. Sprich, wenn 19 Einheiten gegen 1000 kämpfen, dann werde ich nicht die Schlacht spielen, aber ansonsten wird jede Schlacht ausgetragen. Wir haben hier unten, haben wir die Möglichkeit, was momentan nicht leuchtet, weil wir gerade nicht die Möglichkeit haben, könnte ich entweder ein Fort oder einen Wachturm bauen. Mit dem Fort können wir uns sozusagen eine Art Dorf irgendwo hinstellen, wo der Gegner auch nicht so leicht dran vorbeikommt und man auch erstmal geschützt ist. Man kann allerdings in einem Fort auch belagert werden und dadurch aufgerieben werden, weil man keine Nahrung bekommt. Und man hat die Möglichkeit, Söldner zu rekrutieren. Wir haben momentan leider kein Geld. Deswegen können wir das jetzt auch nicht machen. Aber wir können es uns kurz anschauen. Man hat hier diese wunderschöne Schriftrolle. Wir haben auch sie wieder. Sie wird gleich was dazu erklären. Ja, hier sieht man seine Kosten. Man sieht, wie viel er in der Runde verlangt und halt alles mögliche andere. Diese Schriftrolle zeigt die Details eines bestimmten Generals eurer Seite an. Die kleine Leiste oben zeigt seinen Rang, Namen und die momentane Fähigkeitsstufe an. Daneben stehen sein Gefolge, seine Merkmale und Details zu eventuell gerade verfügbaren Söldnereinheiten. Okay, das war über ihn und nicht über ihn. Aber gut, dass man über ihn jetzt auch was gesagt hat, also über den General. Dann kümmere ich mich schnell hier rum. Man sieht, an den Merkmalen kann man, hier oben ist eine sozusagen Zusammenfassung. Wir haben hier Merkmale, geborener General, Anführer, Entschuldigung. Dieser Mann ist mit dem Talent geboren worden, Männer in den Kampf zu führen. Plus zwei Kommando, das sind diese beiden Sterne. Gesellschaftstrinker, immer der Erste beim Feiern nach einem harten Tag voller Eroberungen. Er verbringt viel Zeit beim Trinken mit seinen Männern, was seine Vorzüge hat. Plus ein Kommando ist dieser hier. Blutlüstern. Er genießt den Anblick von Blut, besonders dessen seiner Feinde. Plus eins auf Kommando, plus eins auf Kampfgeist für alle Truppen auf der Schlacht. Dieser Stern. Der Schnellreiter. Das Kommando und die Kontrolle auf dem Schlachtfeld hängen davon ab, dass Befehle ankommen. Plus eins Kommando beim Angriff. Sprich, würde ich jetzt nicht nur verteidigen, also wenn ich angreife, während ich dran bin, haben wir fünf Sterne. Würde ich jetzt verteidigen müssen, wären es nur diese vier. Der Kampfgeist ist dazu da, dass die eigenen Truppen nicht anfangen zu desertieren, wenn die Schlacht jetzt zu ausweglos wird. Gut, plus eins auf Kampfgeist wird jetzt die Truppen auch nicht davon abhalten zu desertieren, aber es hat schon so seine eigenen Vorteile. Gut, hierzu scheint sie jetzt erstmal nichts gesagt zu haben. Scheint sie? Nein, sie sagt jetzt nichts mehr. Dazu kommen wir später nochmal. Wir beenden jetzt erstmal unsere Runde, damit wir auch nochmal den Zug des Gegners gesehen haben und wir eventuell auch nochmal zu einer Schlacht kommen, bevor die erste Folge aus ist.
Noch kurz, wir haben hier Schiffe. Mit den Schiffen kann man Truppen einlagern. Ich könnte die jetzt da reinlaufen lassen, was ich jetzt nicht tue, weil sonst hier nichts drin ist. Und dann könnten wir nach Britannien übersegeln. Aber erstmal diese Runde beenden. Ging recht schnell. So, jede Runde kommen an der Seite neue, sagen wir mal, Pop-ups, in denen Zusammenfassungen sind. Wir sehen jetzt, wir haben in dieser Runde 1065 verloren. Wir sehen, wie viel wir eingenommen haben, wie viel wir ausgegeben haben. Ja, daran kann man bestimmt einiges ändern, auch wenn ich daran nichts ändern kann. Ich könnte die Steuern erhöhen, was ich ja bereits gemacht habe. Ich denke, hätten wir die Steuern nicht so stark erhöht, hätten wir jetzt sogar noch weniger. Natürlich hätten wir noch weniger, aber egal. Am meisten nimmt uns die Armee. Wir haben die größte Seite. Keine Seite verfügt über ein so großes Land, wie wir es kontrollieren. Ein Mann kann von Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang reiten und noch nicht einmal den kleinsten Teil dessen erahnen, was uns gehört. Es ist recht früh gesagt, weil wir ja eigentlich doch noch am Anfang sind und noch nichts eingenommen haben, aber trotzdem nett, danke. Stärkste Seite, der Boden erbebt unter unseren Armeen, wenn sie marschieren. Der Macht unserer Seite kann es niemand in der ganzen Welt gleich tun. Das wundert mich, weil wir eigentlich momentan noch kaum Armeen haben. Aber gut, wird der Gegner wahrscheinlich momentan auch nicht haben. Neues Familienmitglied? Kinder sind ein Segen der Götter. Hoffen wir, dass sie lange leben und uns Ruhm bringen. In, sagen wir mal, 36 Runden können wir den dann auch spielen. Wir haben zwei Sachen fertiggestellt. Schauen wir gleich mal nach. Wir können hier in Alesia können wir gleich was Neues bauen. Nehmen wir mal die Straßen. In Numania nehmen wir dann den Schrein des Esus. Okay. Wir hätten jetzt genug Geld, um uns Truppen zu bauen. Wir könnten hier jetzt auch den an. Ah, wir können jetzt hier auch den Wachturm und es fortbauen. Wie bereits gesagt, fortbieten vorläufigen Schutz für Armeen, wenn sie unterwegs sind und können strategische Positionen verteidigen, wie zum Beispiel einen kleinen Pass. Wachtürme verbessern die Sichtweite über feindliche Armeen, feindlichen Gebiet. Sprich, ich sehe jetzt auch wesentlich mehr, was ich bis gerade eben nicht gesehen habe. Deswegen sollte man auch überall Wachtürme aufstellen, weil diesen Teil hier könnte sich überall ein Feind verstecken. Und es ist nicht unbedingt von Vorteil. Wir haben jetzt vor, die Rebellenortschaft einzunehmen. Wir werden es diese Runde noch nicht machen können, weil man ja bereits gesehen hat, sie haben bereits eine gewisse Grundverteidigung, die Holzpalisaden. Hier, wir können nicht angreifen, wir können bis jetzt nur belagern. Wir haben hier die Möglichkeiten, verschiedene Belagerungsgeräte zu bauen. Je nachdem, was der Gegner für eine Verteidigungsanlage hat. Hier, momentan für die Holzpalisaden funktioniert natürlich nur der Rambock, was ja klar ist, weil man braucht nicht unbedingt mit einem, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, Belagerungsturm, braucht man nicht unbedingt zu Holzpalisaden. Bei so einer Mauer wäre es schon notwendiger. Also weiter belagern. Wir hätten hier oben hätten wir noch ein kleines Dorf. Das werden wir auch noch einnehmen. Hier oben kommen britannische Diplomaten. Ich sehe gerade, sie hat wieder was für uns. Diese Schriftrolle zeigt euch die bekannten Details der Siedlung an. Details des befehlshabenden Statthalters, der Gebäude und der Zusammensetzung der Garnison sind über diese Schriftrolle verfügbar. Details über die einzelnen Dinge können bei feindlichen oder neutralen Siedlungen fehlen. Ein gekonnter Spion könnte sie jedoch alle für euch herausfinden. Ja. Ist gut. Jetzt habe ich eben vergessen. Also ich habe es dann auch noch gemacht, aber man hätte es wahrscheinlich besser verstanden, hätte ich das gleich gemacht, als wir die geöffnet haben. Ich sollte mal öfters da oben hinschauen. Aber was können wir noch machen? Da haben wir ein kleines gallisches Fischerdorf, gehört wahrscheinlich hier dazu. Das wird irgendwann noch zum Hafen, wo wir dann Schiffe bauen können, wie hier, aber soweit so gut. Der britannische Diplomat wird sich hier hinstellen, wird erstmal um Handelsrechte bitten. Und ich hoffe doch, er wird nicht stehen bleiben, weil das Stehenbleiben von Diplomaten meist bedeutet, dass der Feind ein gewisses Interesse für den Ort hegt. Suche nach Hinweisen. So, wir sind hier drin. Jetzt können wir auch, wie die gerade gesagt hatte,
Ihr könnt euren Spion bewegen, indem ihr mit rechts auf eine beliebige Stelle des hervorgehobenen Bereichs klickt. Spione können nur eine Mission pro Runde durchführen. Klickt mit rechts auf eine Armee, einen Charakter oder eine Siedlung einer gegnerischen Seite, um geheime Informationen zu entdecken. Ja, wie sie in der Runde davor gesagt hatte, zu den Stadtinfos, können wir jetzt sehen, was hier drin vor sich geht. Wir sehen, hier gibt es den Erben. Diese Schriftrolle zeigt die bekannten Details eines verbündeten, neutralen oder gegnerischen Charakters an. Seine Fähigkeiten, Gefolge, Charaktermerkmale. Aber das hatten wir vorher schon, genau. Wir sehen jetzt alle seine Infos, was wir normalerweise nicht hätten. Wir sehen, was für Truppen da sind und was es alles für Gebäude, beziehungsweise ja, Gebäude hier gibt. Es besteht jetzt durch den Spion auch die Möglichkeit, dass zu 32% das Tor offen steht, wenn wir angreifen. Ohne den haben wir gar keine Chance. Noch kurz schauen. Hier wird gebaut, hier wird gebaut. Wir können ja eventuell nochmal Truppen bauen. Ich lasse sie kurz reden. Klickt mit links auf mein Porträt in der Schriftrolle, um Hinweise zu erhalten, was als nächstes in dieser Siedlung gebaut werden sollte. Das haben wir ja vorher schon mal gemacht, aber trotzdem mache ich die Kriegsbande, weil barbarische Bauern, also Bauern sind generell schlecht, weil sie undiszipliniert sind, werden jetzt höchstwahrscheinlich die Kriegsbande auch nicht so diszipliniert sein wie spätere Truppen, aber besser als gar nichts. Du willst wahrscheinlich wieder das... Über diese Schriftrolle könnt ihr euch die wirtschaftlichen Grundlagen einer Siedlung anschauen, den Steuersatz verändern, die Häufigkeit der Gladiatorenspiele verändern und die Bauliste pflegen. Klickt mit links auf den Button zum Umschalten zwischen Rekrutierung und Bau, um in die Rekrutierliste zu gelangen. Detailliertere Statistiken und Details über den Handel können über die Buttons oben links auf der Schriftrolle eingesehen werden. Ich denke, sie meinte das hier. Was hier oben steht zu Gladiatorenspiele, besteht bei den Römern die Möglichkeit eben, dass man sich ein Kolosseum und alles mögliche baut, wo Spiele kommen, damit man das Volk auch besänftigt. Das wird dann hier daneben auftauchen, haben wir jetzt aber nicht. Dankeschön trotzdem. Ich möchte noch einmal kurz in einer Schlacht gewesen sein, damit man das gesehen hat, weil an sich sind wir schon fast wieder bei einer halben Stunde. Und ich möchte die Let's Plays jetzt nicht unbedingt zu überdimensional machen. Also beenden wir die Runde und werden in der nächsten Runde mal die Stadt einnehmen. Ich hoffe doch, dass wir nicht angegriffen werden. Okay, wir haben Rundenbericht. Wir haben wieder zugenommen. Wir haben in Alesia die Straßen. Bauen wir doch schnell die Taverne. Wir haben Patavium. Dann bauen wir hier. Gut, ich will nicht überall dasselbe gemacht haben, also bauen wir hier Abnoba. Abnoba hatte Fernkampfwaffen dazu. Wir waren gerade jetzt hier. Dann machen wir Epona, hat Erfahrung für hier ausgebildete Truppen. In Lumantia bauen wir eine Rodung, damit der Walter wegkommt. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Familienmitglied. Darum kümmern wir uns in Folge 2. Jetzt werden wir jetzt erstmal unten das Dorf dann einnehmen und dann ist die erste Folge erstmal beendet. Wir machen hier dann Schrein Totalis, war dasselbe. Ausgebildete Truppen und Zufriedenheit. Und in Nabomatius bauen wir mal eine Holzpalisade. Dankeschön. Wir haben zwei Truppen hier rekrutiert und wir werden jetzt mal angreifen. Gut, ich sollte mich beeilen. Ich habe gesagt, ich greife immer an. Und los. Jetzt hätte ich noch ein bisschen was über den Kriegsbildschirm erzählen können. Das kann ich auch später nochmal tun. Tapfere Männer sind der stärkste Turm Alcaius. Ja, es ist eben das erste Let's Play. Mein allererstes Let's Play. Also möchte ich entschuldigen, dass es zu lange dauert. Aber ich hoffe, ihr könnt damit jetzt leben. Ich möchte von euch erfahren, das könnt ihr dann in die Kommentare schreiben,
Was haltet ihr von meinen Let's Plays? Soll ich mehr machen? Soll ich eventuell auch mal andere machen? Ja, ich hätte gerne Rückmeldungen. Werde jetzt hier noch schnell kämpfen. Wir haben auch hier wieder einen Berater. Ich erzähle es euch jetzt schnell, weil die Zeit uns langsam ausgeht. Wir können hier Aufstellungen machen. Wir haben hier die Blänkler-Fernkämpfer. Wir haben hier die normale leichte Infanterie und zweimal berittene Truppen. Wir können mit den, wie nennt man das jetzt nochmal? Verdammt. Ja, mit dem Belagerungsgerät. Mit dem Rambock, genau. Können wir beliebige Ställe einhauen. Werde jetzt aber einfach nur mal die Holztür machen. Ich hoffe doch, dass der Gegner uns nicht allzu viele Probleme macht. Wir haben hier Milizhopliden. Ach, wir haben nur Milizhopliden. Ich möchte zu denen. Egal. Ach, das sind dieselben. Das sind einfach nur Leute, die vorgestürmt sind. Deswegen sieht es auch noch so wenig aus. Hopliden, man denkt es sich bereits, haben Vorteile gegen Kavallerie. Sind allerdings auch nur in eine Richtung einsatzfähig. Sprich, wenn man so kommt, hat man Nachteile, weil man in den Spieß läuft. Und wenn man von hinten oder von der Seite kommt, haben die ihre Nachteile. Dementsprechend haben Pferde auch ihre Vorteile gegen Blänkler, wenn man nicht unbedingt von vorne kommt. Ich werde das jetzt mal schneller machen. Ihr wisst ja, uns geht die Zeit langsam aus. Unsere Eure Männer Krieger haben kämpfen. mit dem Rambock das Tor erreicht. Okay. Wir sehen hier Schaden bereits bei 100%. Das Tor ist durchbrochen. Gut. Eure Krieger haben mit dem Rambock tapfer ihre Pflicht getan. Dann greife ich mal an. Man kann mit Doppelklick kann man Unsere Krieger haben den Feind aus rennen seiner lassen. Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg Ich liegt hoffe doch, die vor schaffen uns. das jetzt. Weil die scheinen momentan ihre Probleme zu haben. Okay. Scheint ganz gut funktioniert zu haben. Haben wir da hinten noch mehr gegnerische Truppen? Wir haben da hinten noch mehr gegnerische Truppen. Das ist jetzt blöd. Lassen wir sie mal alle hierher laufen mit plus 3 Geschwindigkeit. Aber das wird schon. Nehmen wir Aufstellung. Wir lassen die mal hinlaufen. Die dahinter. Euch würde ich am liebsten von der Seite kommen lassen, aber das scheint gerade nicht ganz zu funktionieren. Ah, das sind nur Bauern, also wird es schon nicht allzu große Probleme geben. Oh verdammt, jetzt habe ich. Verdammt. Ja, jetzt hat man es mal live mitgesehen. Ich habe meine Truppen vorwärts in die reinlaufen lassen. Und habe dabei auch schwere Verluste zugezogen bekommen. Ich hoffe doch, dass ich die jetzt leichter ausschalten kann. Vorsicht, mein werter Herr General. Greife sie von hinten an. Ihr habt den feindlichen General Der getötet. feindliche General. Deine Gut. Männer lernen jetzt die Ich habe es Die geschafft. feindliche Armee flieht. Gut. Jagt Es sie war weg. jetzt eher eine nicht so aufschlussreiche Schlacht. Ich werde auch mal später nochmal andere Schlachten ausführlicher machen. Ich wollte nur mal, dass ihr seht, wie wunderschön die Grafik hier auch gemacht ist und wie sinnvoll das gemacht ist, dass man zum Beispiel die Hopliden auch nur, dass wenn man von vorne angreift, dass es auch was ausmacht. Und nicht, dass wenn ich jetzt sage, ich greife von vorne und von hinten an, die Speere dieselbe Wirkung haben. Das Knappe Schicksal Sieger. lächelte. Der Sieg ist unser. Doch auch Glück war im Spiel. Ich habe einige Leute verloren. Es tut mir auch leid, weil ich wirklich geradeaus reingelaufen bin. Aber ich hoffe doch, dass euch jetzt meine erste Folge gefallen hat. Ich werde auch weitermachen. Ich muss mir noch überlegen, wann ich die Folgen regelmäßig rausbringe. Ja. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ich vielleicht noch andere Spiele machen soll. Dankeschön.